Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier von mir. Solche Autofahrer machen mich sauer. Oh Mann ey, so hat doch auch das eine Video gestartet, als ich mit Enno wieder gefahren bin. Also ihr seht, ich bin heute wieder mit Enno unterwegs, richtig geil. Und das Allerbeste, heute ist einfach mal so noch mal geiles Wetter. Also wir haben heute einfach, ich glaube, 10 Grad. Und das müssen wir natürlich ausnutzen, um hier heute mal wieder eine richtig, richtig geile Runde Motorrad zu fahren. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich absolut keine Zeit heute, weil ja Schule absolut reingekickt hat. Hatte 4 Videokonferenzen bis gerade eben jetzt auch noch und ja, hab die dann schnell noch abgeschlossen und mir dann direkt Motorradsachen angezogen und mich aufs Bike geschwungen, weil ich jetzt einfach so Bock hatte, wieder Motorrad zu fahren, weil man das Wetter einfach ausnutzen muss. Oh Mann, Leute, das gibt's nicht. Wir sind jetzt hier gerade an der Tankstelle, weil wir noch tanken mussten. Und jetzt hat Enno einfach gerade anstatt Super Diesel getankt. Oh Mann, das gibt's doch nicht. 6,75 Liter. Alter, kein Plan. Ist das schlimm? Kann es sein, dass du dumm bist? Also ich weiß, in irgendeine Richtung geht's auf jeden Fall. Entweder kann man Diesel in den Super tanken oder andersrum. It was at this moment that he knew. He fucked up. Er ist jetzt drin, mal eben nachfragen. Ach du Schande. Oh nee, das kann doch nicht sein. Als ob der Tag jetzt hier schon direkt so endet. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass das jetzt irgendwie kein großes Problem ist. Aber mal gucken, was er sagt. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein bezahlen. Hofft mit mir, dass es irgendwie nicht so schlimm war. Oh Mann. Also Stand der Dinge ist, dass wir jetzt versuchen, beziehungsweise Enno versucht, an den Spritschlauch zu kommen und den abzuziehen, um dann so den Sprit rauszulassen, weil so kann er auf jeden Fall nicht weiterfahren. Aber oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Dann ist einmal schönes Wetter und dann passiert sowas. Aber ohne Scheiß, diese Tanksäulen, die sind auch so beschissen. Ja, da wo irgendwie nur ein so eine Säule ist, das ist irgendwie so verwirrend. Keine Ahnung. Also schreibt's mal in die Kommentare, ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Aber echt mega, mega nervig. So, also was ein Chaos-Start von diesem Video hier. Oh Mann, wie soll ich da einfach nur immer auf 10 Minuten oder 15 Minuten kommen, wenn in den Videos immer sowas passiert? Das gibt's doch nicht. Oh shit. Also wie ihr sehen könnt, haben wir das jetzt hier rausgepumpt, beziehungsweise lassen das gerade jetzt hier rauspumpen und dann, ja, sollte der Tank auf jeden Fall gleich wieder leer sein und hoffentlich nichts passiert sein. Aber Enno hat gesagt, weil ich mich ja noch mit meinem anderen Kumpel treffen wollte, dass ich schon mal vorfahren soll und er dann nachher hinterher geballert kommt. Der fährt ja sowieso immer um einiges schneller als ich. Das heißt, wir fahren hier jetzt weiter und dann treffen wir jetzt gleich mal Niklas, würde ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall mega und hoffe mal, dass wir da jetzt, wie gesagt, gleich dann ein paar ganz coole Spots finden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es macht einfach so Spaß, bei gutem Wetter zu fahren und ja, einfach dieses Gefühl beim Motorradfahren nicht zu frieren, ist einfach unbeschreiblich. Aber ich würde sagen, bevor jetzt hier der GoPro-Akku am Ende des Videos wieder leer wird, laber ich auch gar nicht lang jetzt hier rum, sondern ich würde sagen, ich fahre da jetzt auf jeden Fall erstmal hin, da wo wir uns treffen und dann sehen wir uns da wieder. Ich denke mal, ich bin jetzt so 10 Minuten unterwegs, also das sollte auf jeden Fall passen. Ja, wir sind jetzt gleich auch schon am Treffpunkt angekommen, um dann nach ein paar Spots zu suchen. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich in der Zwischenzeit nicht zu melden. Aber mir ist gerade noch eingefallen, und zwar gibt es Neuigkeiten zu meinem A2 Motorrad. Richtig, richtig geil. Also ich habe gestern eine Mail bekommen, und zwar war es da ja so, dass der letzte Stand der Dinge war, dass
ich eben den Kaufvertrag unterschrieben hatte und dass die da jetzt eben alles eintragen wollten mit TÜV, mit Felgen und dass das deswegen alles noch ein bisschen dauert. Und die hat mir ja gesagt, dass das eben bis Ende Februar auf jeden Fall dauern kann. Aber die haben mir jetzt auf jeden Fall gestern eine Mail geschrieben und eben gesagt, dass die ganzen TÜV-Eintragungen und alles da jetzt durch ist. Das heißt, Leistung, Bremse und alles wurde jetzt eben eingetragen. Und da hatten ja auch immer viele noch gesagt, ja, ob das denn alles so wirklich sein kann. Aber es hat jetzt auf jeden Fall funktioniert und ja, mein Motorrad ist auf jeden Fall jetzt schon eingetragen vom TÜV her. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Das heißt, da geht es jetzt auf jeden Fall auch voran und ich hoffe dann mal, dass ich mein A2 Motorrad bald endlich abholen kann und euch dann auch endlich verraten kann, was es wird. Es tut mir ja echt so leid, dass ihr es einfach immer noch nicht wisst. Und ja, ich euch da so auf die Folter spanne, aber ich sag euch auf jeden Fall, das Warten lohnt sich und es wird jetzt auf jeden Fall dann bald soweit sein, dass ich euch zeigen kann, welches Motorrad ich mir gekauft habe. So, und da beim BK treffen wir uns auch schon und da bin ich mal echt gespannt, ob wir heute hier einen geilen Spot finden werden und vor allen Dingen, ob ich nachher mal mit seiner Beta fahren kann, ein paar Wheelies machen kann oder so, mal gucken. Darauf freue ich mich auf jeden Fall am meisten. Moin, da steht er schon. Ja, leichte Verspätung natürlich. Moin, moin, was geht? Alles klar? Ja, sicher. Digga, ey, so ein Chaos, ohne Scheiß. Ey, da steht er einfach an der Tanksäule und sagt zu mir, ey, ich habe gerade Diesel getankt. Komplett voll. 6,75 Liter. Ich hoffe mal, wir werden jetzt fündig und können gleich irgendwo ein bisschen fahren. Ich habe zwei Sachen, die jetzt hier auch voll in der Nähe sind. Ja. Das Ding ist, bei dem anderen, weiß nicht, das sind Kilometer entfernt, sind Wohnhäuser. Ja, mal gucken. Aber sah auf jeden Fall auch ganz geil aus, allgemein von der Kulisse her. Vielleicht können wir da auch ein paar Bilder machen oder so. So, während wir jetzt hier noch auf Enno warten, der hat mir gerade geschrieben, er kommt auf jeden Fall, also scheint auf jeden Fall alles geklappt zu haben, glücklicherweise, habe ich mir überlegt, können wir uns ja schon mal die schöne Beta RR 125 vom Niklas hier anschauen. Also an der Stelle schon mal vielen Dank, dass ich die gleich Probe fahren darf. Kuss raus. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal von außen an. Und ich muss sagen, was mir direkt am Anfang auffällt und was einfach nur geil ist, ist der Rahmen. Ich finde, der ist so schön. Das sieht einfach so cool aus und ist einfach so ein geiler Optikfänger. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal hier ganz vorne mit der Front. Und das ist wirklich auch eine Sache, die ich an der Beta richtig cool finde. Ich weiß, viele feiern das nicht so, aber ich finde die Lichtmaske und die Front richtig geil. Ich finde, die geht einfach so spitz zu. Ja, das sieht einfach aggressiv aus und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Blinker sind so auch original, ne? Ja. Finde ich auf jeden Fall auch schon mal ganz gut, weil die kann man auf jeden Fall dran lassen. Und das sind halt nicht so fette Dinger, wie jetzt zum Beispiel bei meiner Aprilia. Also das auf jeden Fall auch schon mal ganz cool. Die Reifen, sind das auch noch die Originalen? Nee, das sind jetzt Pirelli irgendwas. Ja, stimmt. Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall auch für die Aprilia. Aber ja, damit bist du jetzt zufrieden. Damit läuft halt auch mit Stoppies ganz cool. Ja, stimmt. Du kannst richtig gut Stoppies, ey. Das klappt bei mir ja noch überhaupt gar nicht. Bruh. Ja, dann aber auch jetzt eine Sache, die bei der Beta wirklich sehr umstritten ist. Und zwar die Felgen. Und zwar hat die ja keine Speichenfelgen, wie das bei der Supermoto eigentlich typisch ist, sondern eben Gussfelgen. Ich muss sagen, ich finde, jetzt, wenn man so davor steht, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich denke, man gewöhnt sich auch schnell dran, ne? So im Vergleich, das sieht schon scheiße aus. Es sieht schon nicht so geil aus, aber ich finde, so schlimm, wie es alle immer sagen, ist es in Wirklichkeit gar nicht. Mann, hinweg. Welches Baujahr ist denn die jetzt überhaupt? Jetzt 19. Achso, okay, also auch noch echt neu. Aber sonst von der Seite richtig, richtig cool. Also gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Allgemein mit den schwarzen Plastics, dann die Kombination rot-schwarz ist ja sowieso richtig cool. Und ich finde einfach, dass die von der Seite nochmal deutlich, deutlich besser aussieht als die Aprilia. Hast du denn irgendwas hier verändert? Also die Handguards ja auf jeden Fall. Ja, gut, Spiegel. Nur noch einer dran, man kennt's. Hier unten dran ist natürlich alles, alles original. Cool, anderes Kettenrad, Ritzel auf und andere Kette, aber ansonsten optisch eigentlich ziemlich Zero. Also wie gesagt, dafür finde ich, sieht die auf jeden Fall echt mega cool aus. Bin auf jeden Fall mal super gespannt jetzt gleich, wie die sich fahren wird. Vor allem jetzt auch einfach im Vergleich zu der Aprilia
und zu der WR, die bin ich ja auch schon damals gefahren. Wobei, ich glaube, die hat ja sogar den gleichen Motor wie die WR drinne. Weißt du denn, wie schwer die ist? 106 oder 104. Das ist natürlich echt krass, weil die Aprilia wiegt ja über 130 Kilo. Deswegen ist es auch so schwierig, sage ich jetzt mal, damit Wheelies zu machen oder so. Ich glaube, sonst gibt es eigentlich auch hier vom Außen gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Ich weiß nicht, wie teuer war die? Boah, die war jetzt meine 4,7. Okay, ja, das ist natürlich nochmal 1000 Euro teurer als die Aprilia. Aber ich denke, wenn die sich dann auch so geil fahren lässt, wie alle immer sagen, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, du hattest ja auch noch nicht so viele Probleme mit deren. Und das ist auf jeden Fall echt ein mega, mega Vorteil. Und da kann ich euch sagen, investiert einfach ein bisschen mehr Geld. Ihr werdet es im Nachhinein nicht bereuen, wenn ihr ja am Anfang irgendwie 1000 Euro mehr ausgibt oder so, weil es einfach nur nervig ist, wie jetzt bei mir, wenn man jede zwei Wochen in der Werkstatt hängt und einfach auch arschteuer. Ich kann ja schon mal eine Sitzprobe machen. Boah. Ja, also von der Größe her ist sie auf jeden Fall komplett gleich und auch von der Sitzposition würde ich sagen, unterscheidet die sich nur kaum. Ah, und da ist Enno. Nice. Perfekt, das heißt, wir können jetzt hier auch gleich losfahren. Und der Tacho, der sieht auch echt cool aus, muss ich sagen. Wobei man den irgendwie nicht so gut sehen kann wegen dem Kabel hier, genau. Aber er sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. So, Freunde, es ist soweit. Ich steige hier auf die Beta mal drauf und kann die jetzt einfach das erste Mal Probe fahren. Ey, ich bin so gespannt. Muss ich Kupplung ziehen? Ah ja, okay. Also ich muss anscheinend Kupplung ziehen. Ja. Und an ist sie auch schon. Alter, also Sound ist auf jeden Fall geil. Und ich kann euch sagen, hier ist halt wirklich noch der originale Auspuff dran. Ja, ich würde sagen, let's go, ne? Also, er hat Navi an und dann werden wir uns jetzt mal auf die Suche nach ein paar ganz geilen Spots hier begeben. Oh Mann, ist das ungewohnt, ey. Krass, wo ist hier die Fußbremse? Alter. Und Niklas hier vor mir auch voll am Struggle mit der Aprilia. Aber das ist ja auf den ersten Metern immer so. Also man muss erstmal so langsam reinkommen. So, erstmal auf die Kupplung hier klarkommen. Und dann sind wir unterwegs. Let's go. Also die Fußbremse gefällt mir direkt am Anfang schon mal sehr, sehr gut. Sehr wichtig für die Wheelies gleich auf jeden Fall. Und ja, also der Sound ist natürlich richtig geil. Jetzt erstmal hier das erste Mal durchbeschleunigen. Ja, also die Übersetzung ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer als bei mir. Aber vom Anzug würde ich sagen, ja, zieht die eigentlich recht ähnlich. Beziehungsweise ist da jetzt kein mega, mega großer Unterschied zu meiner Aprilia. Aber die Übersetzung ist echt kurz. Aber ich habe bei mir bei der Aprilia ja auch eine extrem lange Übersetzung drauf. Ja, aber macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Boah, und krass, wie die in die Kurven geht. Alter, dadurch, dass sie ja so extrem leicht ist im Vergleich zu meiner Aprilia, ist sie natürlich mega, mega händlich. Sprachen lernen. Bubble. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum die alle schon mal so feiern. Aber der Sound ist auf jeden Fall echt geil. Also die ist auf jeden Fall super, super händlich. Aber das Fahrwerk, krass, okay. Das Fahrwerk ist mega weich, aber sehr angenehm, weil ich meine Aprilia auch echt hart empfinde. Aber heftig, wie leicht die so in die Kurven geht. Also es macht auf jeden Fall mega Spaß. Also dazu kann ich jetzt allein schon mal nur zum Handling sagen, dass das bei der Beta hier auf jeden Fall viel, viel besser ist und mega Spaß macht. Also wie gesagt, als kleines Fazit jetzt hier schon mal nach den ersten paar Metern. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Handling und wie die in die Kurven geht, absolut unnormal geil. Also wirklich richtig top. Man merkt, dass sie einfach mega, mega leicht ist. Und das macht wirklich mega Spaß zu fahren. Ich kann mir das auch einfach richtig gut vorstellen beim Kurvenfahren oder so. Dann zum Thema Anzug. Da ist es so, dass ich eigentlich jetzt keinen so großen Unterschied gemerkt habe zu der Aprilia. Aber wir sind ja bis jetzt hier eigentlich auch nur in der Stadt gefahren. Deswegen konnte ich das jetzt hier auch nicht so gut beurteilen. Und hier die ersten Kurven sind auf jeden Fall echt sehr geil. Und ich muss sagen, ich fühle mich einfach auch sehr, sehr wohl. Also es ist anders als bei der Yamaha YZFR, als ich die Probe gefahren bin. Ja, da habe ich mich ja irgendwie so gar nicht wohl gefühlt. Also es hat auch Spaß gemacht, aber es war einfach so ungewohnt. Deswegen habe ich mich da einfach gar nicht wohl gefühlt. Auch noch ein riesen Vorteil, die Kupplung. Ey, die Kupplung ist so unnormal weich. Oh, verliebt! Richtig, richtig geil. Also bei der Aprilia
habe ich das ja auch immer angemerkt, dass die Kupplung echt immer so mega schwer zu ziehen ist. Und hier bei der Beta ist es auf jeden Fall mega leichtgängig. Aber Fahrverhalten und so ist ja alles schön und gut. Und ist ja auch ganz cool, dass mir das jetzt hier ganz gut gefällt. Aber worauf kommt es natürlich an? Ihr wisst es schon, denke ich mal, aus meinen Videos. Es kommt bei einer 125er darauf an, wie man damit Wheelies machen kann. Und ich denke, das werden wir gleich jetzt mal am Spot auch herausfinden. Also die hintere Bremse macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Und allgemein dadurch, dass sie auch so leicht ist, denke ich mal, sollte das auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, es macht echt unnormal Spaß, hier mitzufahren. Natürlich ist es wirklich vom Fahrverhalten und so her jetzt auch sehr ähnlich zu meiner Aprilia. Aber so leichte Unterschiede sind da auf jeden Fall doch festzustellen. Und ich muss sagen, dass mir das jetzt hier bei der Beta echt sehr, sehr gut gefällt. Und auf den ersten Metern macht die auf jeden Fall schon mal einen besseren Eindruck als die Aprilia. So, jetzt hier der Vergleich. Ja, ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Also, da habe ich die Aprilia ja aber mal richtig abgezogen. Heftig. Die Beta kann ich bis jetzt auf jeden Fall nur sagen, ist ein Motorrad, was ich mir auf jeden Fall an eurer Stelle holen würde, wenn ich mir eine 125er Supermoto holen würde. Und gefällt mir auf jeden Fall besser als die Aprilia. Und ich glaube, wir sind jetzt hier dann auch gleich am Spot angekommen und werden dann hier jetzt gleich gucken, ob wir hier ein paar Wheelies raushauen können. Ja, so vom Fahren kann ich auf jeden Fall als Feedback hier zu der Beta geben, dass sie sich sehr, sehr gut fahren lässt, dass man erstens einen heftigen Leistungsunterschied merkt. Also am Anfang dachte ich, ja, die ziehen nicht so krass, aber gerade wenn ich jetzt hier mal ausdrehe, dann zieht die auf jeden Fall doch schon um einiges krasser als die Aprilia. Und was mich wirklich überrascht hat, das Fahrverhalten, einfach bedingt durch das Gewicht, ist richtig, richtig cool. Also wenn das hier der erste Spot sein soll, dann war das auf jeden Fall schon mal ein Fail. So, also wir sind auf jeden Fall hier jetzt falsch gewesen, wie man sich das wahrscheinlich schon denken konnte. Wir werden jetzt aber hoffentlich dann jetzt den richtigen Spot finden. Aber ja, ich habe jetzt gerade mit Niklas schon gesprochen. Er hat auch gesagt, es ist einfach so krass, wie unterschiedlich die Bikes sich eigentlich fahren. Also wir haben hier zwei 125er, zwei Supermotos. Und trotzdem fahren die Bikes sich einfach so komplett unterschiedlich. Sollte hier der Spot sein? Betriebs- und Versorgungsdienst frei? Oh, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, da jetzt reinzufahren, weil da ist hier Videoüberwachung und so. Ja, also ich fahre mal dahin, mal gucken, was hier steht. Aber ich glaube, ja, hier steht auf jeden Fall Zutritt verboten. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall nicht machen, hier reinzufahren. Boring! Ich hab nicht gesehen, dass das hier so ein scheiß Privatgelände ist. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, schade, das war auf jeden Fall der erste Spot, den wir uns rausgesucht haben für heute. Aber ich weiß nicht, hattest du noch einen zweiten? Ja, Niklas hat auf jeden Fall noch einen zweiten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, dann hoffe ich mal, dass wir dann da gleich am Spot ein bisschen rumfahren können. Aber ihr seht schon, Spots finden ist gar nicht so einfach. Aber ja, vielleicht werden wir gleich noch fündig. Also, weiter geht's. Wir haben uns den nächsten Spot rausbesucht. Ich habe aber jetzt auf jeden Fall gerade schon mal vorsichtshalber wieder nach dem Akku von der GoPro geschaut, damit er jetzt gleich nicht wieder plötzlich leer ist oder so und ich das Video dann hier jetzt wieder so ruckartig beenden kann. Aber ich habe gesehen, dass der auf jeden Fall noch ein bisschen halten sollte. Ich würde aber sagen, dass ich jetzt trotzdem gar nicht mehr so viel auf der Fahrt filme. Und dann, ja, würde ich sagen, filme ich da noch mal ein bisschen, wenn wir da dann auch noch mal ein paar Wheelies machen können hiermit. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, weil ich glaube, so zum Fahrverhalten habe ich eigentlich alles gesagt. Also, sie fährt sich doch echt noch unterschiedlich zu der Aprilia, auch wenn man das eigentlich gar nicht meinen würde. Aber ja, ist halt vom Anzug und allgemein so vom Handling meiner Meinung nach echt noch mal um einiges geiler und macht auf jeden Fall wirklich Spaß hiermit
zu fahren. Ja, und an der Stelle natürlich fettes Dankeschön hier an Niklas, dass ich mit seinem Bike hier fahren kann und die Beta hier endlich mal Probe fahren kann. Da habe ich mich wirklich mega drauf gefreut. Also lasst ihm unbedingt mal auf Instagram ein Follow da. Schreibt mal was Geiles in die Kommentare bei ihm. Er macht richtig, richtig coole Bilder. Auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe da lassen. Würde mich auf jeden Fall mal freuen und ihn auf jeden Fall auch, denke ich mal. Aber ich würde sagen, ich laber hier schon wieder viel zu lang. Deswegen sehen wir uns dann jetzt gleich am Spot wieder. Also ich glaube, wir sind jetzt gleich hier angekommen. Und ja, hier sollte dann der Spot sein, den er rausgesucht hat. Ich freue mich hier mega drauf und bin echt gespannt, wie das hiermit funktioniert. Aber ich mache mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass das hiermit funktionieren sollte. Weil wir haben es ja schon mit einem 12 PS Motorrad mit einfach 150 Kilo geschafft. Ja, und das sieht doch echt ganz gut aus hier. Also könnte auf jeden Fall was werden, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weiter reinfahren. Und dann da auch keinen stören, wäre das auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Alter, geiler Spot hier zum Circle Wheelies üben. Traumspot dafür. Ja, aber für ein paar Wheelies reicht's doch, oder? Also, ich habe jetzt gerade tatsächlich die Erlaubnis bekommen von Niklas hiermit ein paar Wheelies zu machen. Ultra korrekt, also nochmal fettes Dankeschön. Ja, ich hoffe mal, dass ich hier auf jeden Fall jetzt gleich keinen Wheelie-Fail haben werde oder so. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge und wie gesagt, die fühlt sich eigentlich echt ganz gut an. Ich werde auf jeden Fall auch nicht allzu viele machen, weil ich jetzt hier auch nicht die Karre ja zu sehr beanspruchen möchte. Aber ich denke, so ein paar sollten auf jeden Fall drin sein und dann tasten wir uns hier mal langsam ran. Müssen sowieso auch erstmal gucken wegen der Übersetzung, bei wie viel km/h wir das machen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal so bei 15 km/h und probieren dann hier mal den ersten Wheelie aus. Also, let's go! Oha, heftig! Wie die hochgeht, ey! Jetzt habe ich mich ja schon richtig erschrocken, lol! Oha, also, das ist wirklich krass. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also, dass die so leicht ist, habe ich ja gerade schon beim Fahren gemerkt. Aber dass die so krass hochspringt, Junge, WTF. Ganz ungewohnt auf jeden Fall. Also, da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen schneller sein. Aber dadurch, dass die auch so leicht ist, ist sie echt schon ganz schön aggressiv am Gas. Und schwierig, das zu halten. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und die Junge, geisteskrank, wie die hochzieht. Alter, die springt ja so krass hoch, aber macht Bock. Da muss man nur jetzt mal schaffen, den zweiten Gang zu schalten. Und ich kann euch sagen, dieser erste Punch, dieses erste Hochziehen ist auf jeden Fall tausendmal einfacher als bei der Aprilia. Aber das Hochhalten, ich nehme dann immer so schnell Gas weg. Das ist echt so ein bisschen das Problem. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen reinkommen. Ja, da war ich auf jeden Fall schon mal im zweiten Gang. Also das Schalten im zweiten Gang geht auf jeden Fall auch. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, jetzt probieren wir das noch mal aus. Das war nix. So. Krass, aber das war doch schon mal echt ein guter Versuch. Wir haben zumindest den zweiten Gang geschaltet und konnten den Wheelie schon mal ganz gut ziehen. So, und jetzt nochmal. Krass, aber ich muss sagen, ich würde jetzt mal gern ausprobieren, die im zweiten Gang hochzuziehen. No. Weil die im ersten, finde ich, doch schon echt sehr aggressiv ist. Und eigentlich müsste es ja im zweiten auch ganz gut gehen. Und dann sparen wir uns auf jeden Fall den Schaltvorgang. Und ich glaube, das müsste dann ein bisschen einfacher sein. Also, wir schalten mal in den zweiten Gang. So. Let's go im zweiten Gang. Alter, war das geil. Ey, im zweiten Gang ist das ja tausendmal geiler. Siehst du die im
zweiten? Ich habe die jetzt gerade mal im zweiten Gang hochgezogen. Weil im ersten Gang, da ist die echt noch richtig aggressiv. Aber im zweiten Gang geht das echt ganz gut. Ja, ich mache nochmal ein, zwei. Ich will ja auch nicht zu viele jetzt hier machen. Also das ist echt krass, wie die im zweiten Gang auch easy hochgeht. Da merkt man einfach, dass die leicht ist und das macht einfach nur echt Spaß. Und ich kann mir vorstellen, wie ich das auch vermutet habe, dass Stunten hiermit einfach echt gut funktioniert. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein, zwei Wheelies und dann war es das aber auch hier für das Video. Also zweiter Gang rein. Yes. Oh yes. Das hat doch sehr gut funktioniert. Also man muss sich auf jeden Fall krass dran gewöhnen und auch an die Geschwindigkeit, wann man hochzieht. Und ich würde sagen, einen letzten Wheelie hauen wir dann nochmal hier raus. So, aber ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein mit den Wheelies hier und auch mit dem Video. Nochmal fettes Dankeschön an Niklas. Sehr korrekt auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein mega cooler Tag. Echt schön. Und ich glaube, wir haben das Wetter auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgenutzt. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video unbedingt mal einen Daumen hoch da. Und ja, falls euch das gefallen hat, dass ich hier die Beta-Probe gefahren bin, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal auch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich kann einfach nur als kleines Fazit noch sagen, alles, was ich hier bis jetzt drüber gedacht habe, hat sich bestätigt. Also ein richtig, richtig geiles Bike. Vom Kurvenfahrverhalten über einen Anzug, aber auch vom Wheelen. Mega, mega geil alles. Und verglichen zu der Aprilia auf jeden Fall deutlich, deutlich geiler. Und da kann ich euch sagen, die 1000 Euro, die man hier für mehr ausgeben muss, lohnen sich auf jeden Fall. Und würde ich jedem von euch empfehlen. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Und schaut bei uns allen drei bei Instagram vorbei, bei Enno, bei Niklas und bei mir. Vielleicht entstehen ja heute noch ein paar ganz coole Bilder. Ich würde sagen, damit bin ich dann auch raus für heute. Ein Wheelie zum Abschluss machen wir nochmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. War auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Video. Hat mir mega Spaß gemacht, endlich mal die Beta hier Probe zu fahren. Und dass wir jetzt auch noch einen ganz coolen Spot gefunden haben, ist doch auch echt cool. Und let's go! Haut rein, bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Let's go, let's go.